liebe Freundinnen und Freunde der Kunstkantine. Heute sind wir im Restaurant Dal Fabbro in Hamburg. Und zwar ist da der Gastronom Salvatore, der mir tolle Geschichten erzählt von Horst Jansen. Horst Jansen hat ganz in der Nähe gewohnt und das war sein Lieblingsrestaurant. Und in dem Restaurant sind auch ganz viele Zeichnungen von ihm. Sogar das Menü ist sogar mit Bildern von Horst Jansen. Kommt rein! Liebe Freundinnen und Freunde, heute sind wir, wie gesagt, in diesem tollen Restaurant Dal Fabbro im Blankenese. Ich war vor kurzem hier mit einer Freundin essen und habe mich gewundert, dass so tolle Originale von Horst Jansen an der Wand hängt. Und dann kam ich ins Gespräch mit Salvatore, der hier das Restaurant vor 38 Jahren eröffnet hat. Und dann hat er mir erzählt, ja, Horst Jansen war hier jeden Tag essen. Das war sein Restaurant. Und dann hat er mir so tolle Anekdoten und Geschichten erzählt von Horst Jansen. Und das wollte ich gerne mit euch teilen. Und ich werde gleich den Besitzer Salvatore für euch interviewen. Also seid gespannt. Salvatore, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass wir dich interviewen dürfen, dass du uns die Geschichten erzählst. Und du hast mir erzählt, vor 38 Jahren hast du das Restaurant eröffnet. Erzähl mal, wie kamst du auf die Idee, wie kam dieses italienische tolle Restaurant, dieses super leckeres Restaurant hier in Blankenese? Ja, wir sind 1986 nach Blankenese gekommen, ja, nachdem wir unser Familienrestaurant da aufgegeben haben in der Stadt. Mhm. Und wir haben gedacht, okay, hier ist wunderschön, Blankenese, ganz toll. Ja. Und dann haben wir dieses Restaurant hier in der Elbe vor Ort aufgemacht mit großer Freude. Aber es war dann auch alles ein bisschen schwierig geworden. Es ist ja nicht so ganz einfach gewesen, hier in Blankenese Fuß zu fassen. Ja? Aber trotzdem haben wir gesagt, okay, wir müssen da durchziehen. Ja. Und wir dann nach 2 Monaten, wo wir den Laden aufgemacht haben, kam ein großer Mann hier. Ein Mann, der dann 10 Jahre lang mein Stammgast war, mein Freund. Ne? Wo er jeden Abend gekommen ist und wir verbrachten von 7 Uhr abends bis 6 Uhr morgens hier zusammen. Wow, bis 6 Uhr morgens. Das war immer so, ich habe ihn nach Hause gebracht. Ja. Und natürlich mit Horst Jansen. Ja? Horst Jansen, Horst Jansen war das, großer Meister. Genau. Ja? Da haben wir natürlich auch sehr viele Geschichten erlebt. Ja? Er war ein witziger, intelligenter Mensch. Auch natürlich, Jansen war ein Jansen, er war ja auch l'enfant terrible. Ne? Er war nicht so leicht zu nehmen und sowas. Ne? Und er hat auch gerne auch mal was getrunken. Ne? Und trotzdem war er immer, trotz all dem, immer sehr genial. Ne? Schön war es, wenn er mal was gezeichnet hat, hier und so, wie seine langen Finger sich bewegten am Tisch und wie er das Ding gemacht hat. Das war immer wunderbar, das so zu sehen. Ne? Ja. Natürlich gab es ja auch, natürlich auch Geschichten, gerne spielen auch. Ja? Er hat mit mir Schach gespielt, dann haben wir Spiele zusammen entwickelt und so. Das war über die Nacht immer ganz toll. Ne? Natürlich sind ja auch viele Gäste dazu gekommen zu uns, erzählt so. Und Jansen hat ja auch schon oft von seinen Büchern mir was vorgelesen. Toll. Was ich dann natürlich fand, wunderbar. Ja, interessant, ja. Dass er dann er mir die vorgelesen hat, die Bücher. Und wie er das vorgelesen hat, das war einzigartig. Ne? Weil niemand anderer konnte besser als er. Ja? Er hat mir erzählt, dass er einmal bei der Buchmesse in Frankfurt mit seiner Tochter Lamme war. Ja. Und dann, die sind dann raus aus dem Ballett, wollte wieder zurück. Es war aber spät. Und die haben ein Hotel gesucht. Und dann sind sie in den Hotels gegangen. Die Tochter geht in ein Hotel, alles ausgebucht, ausgebucht, ausgebucht. Und dann Jansen sagt zu der Tochter, Lamme, jetzt mache ich das. In das Hotel gehe ich rein. Ne? Ja. Der ist reingegangen im Hotel, aber ist ausgerutscht. Oh. Er ist ja bis zur Rezeption so an den Theke gelandet. Ne? Und dann sagt er, guck mal, dann bin ich aufgestanden. Da war der erste Mann, da habe ich gesagt, haben Sie ein Zimmer frei? Da sagt der Gast, ich bin nur Gast, ich will nicht von hier. Ne? Das hat für ihn, er hat sich sehr amüsiert über diese ganze Geschichte. Die Geschichte. Und das waren immer
tolle Geschichten, die wo ich ihn nach Hause gebracht habe. Wo ich gesagt habe, Janssen, okay, soll ich dich begleiten? Ich habe ihn begleitet bis oben in sein Bett, habe ihn gelegt und so. Und davor, bevor wir nach oben gegangen sind, ist er hingefallen. Oh. Aber er hatte schon den Tor zugemacht. Und dann musste ich über das Tor steigen, ihn wieder aufnehmen und dann in dein Zimmer bringen. Wir sagen erstmal Chin-Chin nochmal, ne? Genau. Das ist genau so. Also, wir kommen ja langsam wahrscheinlich in den Geschichten. Das ist ja auch schon ein bisschen lange her. Ja. Er ist ja 95 verstorben und du hast ja auch lange Zeit auch her, diese Geschichten. Kommt ja so langsam, kommt's raus wahrscheinlich, wie du auch an dem Abend also mir erzählt hast. Viele Geschichten waren, was geschehen ist an diesem Tisch, wo er immer gesessen hat. Ne? Ja, da gesessen, genau. Immer. Und gegessen. Immer mit besonderen Menschen, mit Johannes Groß oder mit Joachim Fest. Und immer ganz mit dem Bürgermeister damals, Hoscherau. Ja. Und ganz wichtige Leute. Oder mit normalen Leuten auch. Er war ja jemand, der mit allen Leuten klar gekommen ist. Ja. Ja. Das war okay für ihn. Ne? Er hat da keine Probleme gehabt. Er wusste, dass wir ihn ja auch schützen, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Er hat dann den Vertrauen bei mir aufgebaut. In den 10 Jahren. Das dauerte fast ungefähr 2 Jahre, bis er dann wusste, ich bin das. Salvatore ist das. Ne? Mhm. Weil am Anfang hat er mich immer als Gasparone genannt. Gasparone. Ich war Gasparone für ihn. Ne? Eine lange Zeit war Gasparone. Auch weil ich immer auch in der Küche war. Ja. Und dann hat er mich dann immer Gasparone genannt. Ne? Aber dann später wusste er Salvatore. Ne? Wir sind dicke Freunde geworden. Und das war wirklich eine tolle Freundschaft, was ich bis heute anerkenne und toll finde, dass ich diesen Menschen kennengelernt habe. Weil ein Leben hat man nicht so oft das Glück, solche große Künstler und Menschen kennenzulernen. Ne? Und was ich da immer ganz toll finde. Ja, jetzt bin ich hier. Der Laden lebt ja auch von seiner Geschichte hier, von seinen Bildern. Er hat mir überall Bilder gemalt. Der hat ja hier... Das hat er alles hier auf dem Tisch an diesem gezeichnet. Tisch gesessen haben, hat er immer, das ist Wellington, hat er ein Buch gemalt. Das war hier ein Menü, das ist zusammen mit, das ist so das Bacchus, das ist die Weinkarte hier. Ne? Wollen wir aufstehen einmal? Guck mal, das ist auch ganz gut vielleicht, wenn es geht. Ja. Guck mal, das hat er alles hier gemacht. Das hat ein Bild mit Kosak, das war mit dem Kosak, das war Hamburg Baudirektor, ne? Ja. Hat er gemalt. Dann das hier hat er zusammen mit Foscherau gemalt, der hat ihn in seine Hand gehalten und hat das Bild gemacht hier. Ja. Ja. Und alles mögliche Dinge. Ja, und das hast du ja auch... Das hat er hier gemalt und das hast du als eine Speisekarte, ne? Ja, genau, Speisekarte. Und das hast du, das ist die Weinkarte. Genau. Und das ist dieses Bild, das hat er auch hier gemacht. Ja. Gemalt. Das ist das und das Bild ist da an die Wand da, ne? Das ist genau das Originale. Das haben wir irgendwann mit der Tochter, mit Lamme. Ist das seine Tochter? Das ist, nee, das ist nicht Tochter. Ja. Die Lamme ist nicht da, die ist nicht da drauf. Das ist seine Freundin. Das ist seine Freundin? Nein, das ist nicht das. Ist auch seine Freundin. Lamme Janssen, ne? Er hatte 15 Partnerinnen, ne? Susanne, genau. Ja. 18. Und das ist die Tischdecke, die er auch gemacht hat hier, ne? Ja. Siehst du hier? Ja. Hat er die Tischdecke gemalt? Ja. Das ist eine große Tischdecke, die haben wir verkleinert hier. Ja. Und dann hat er die gemalt. Hat er hier seine Tischdecken. Sagt der Salvatore, wo sind meine Farben? Du hast ein großer Künstler und du hast keine Farben. Habe ich die Farben besorgt. Da hat er mal die Tischdecke auch bemalt. Ja. Was habt ihr mit den Tischdecken gemacht? Die haben wir noch irgendwo in... einmal habe ich sie zum Fotografen gebracht und die sind geklaut worden. Oh nein. Ja. Oh. Die sind geklaut worden. Die waren ja natürlich Aber er hat Besonderes, natürlich ne? andere gemalt und so. Ist okay. Und das ist, ja was lange ist her, das hier, ne? Salvatore? Da steht auch irgendwas. Ja. Das sind ja Ach, hier... Ach, mein Salvatore. Ja. 92. Ach, mein Salvatore, wenn... Ewiger Freund, ne? Ewiger Freund. Ewiger Freund, ne? So, ja, das hat er immer. Das war immer so. Es gab, das war immer für den Abend gab es immer. Ja. Hier siehst du. Salvatore Gasparone. Gasparone. Ne? Ja, siehst du, ja?
Hat er mir Menükarten für Silvester gemacht hier. Ne? Oh ja. Das neue Jahr schlägt dann das alte Jahr weg. Ne? Mhm. Aber er hat das immer so gemacht. Ich sage, Janssen, machst du mir mal ein Menü, so Dings, Zeichnung. Mhm. Und er hat er gemacht. Hat eine Menükarte geschrieben. Er wusste schon, was anzufangen, wenn ein Blatt weißes Papier da war. Ne? Cool. Ohne Probleme. Ne? Ohne Probleme, ja. Das ist das war wirklich eine tolle Zeit. Das ist er selber, das ist ja sein Selbstbildnis. Ja. Ne? Das ist ein Selbstbildnis, was ihr ist das erste Mal, wo er gekommen ist. Oh, 86. Guck mal hier. Wow, und wann hast du aufgemacht nochmal? 86. Ja, das ist das erste, was er mir gemacht hat. Er war gleich dann da, 86, von Anfang an. Von Anfang an. Und du bist ja 38 Jahre, dann hat er den Kellner erstmal seine Krawatte genommen. Ja. Ne, und sagt, die Krawatte gefällt mir. Ne? Und er hat ihn ja 500 Mark gegeben. Ne, dafür, ne? Hat er die Krawatte gleich weggenommen, italienisches Design. so schwarze Krawatte, aber er hat das noch so gemacht. Ne? Ja, das war Janssen im Halt. Ne? Und was ist das da oben? Ist es seine Berechnung da, Dal Fabbro? Das hat er mein Vater gewidmet. Für dich, Tino. Tino ist mein Vater gewesen. Mhm. Und das ist eine Signore. Signore ist das, weil mein Vater Respekt, ne? Ja. Und dann hat er so eine sizilianische Landschaft so klein gemalt, ne? Ach so, ja. Hat er hier gemacht. Du kommst ursprünglich aus Sizilien. Ja, ne? Genau. Das ist eine Überkopfzeichnung. Die hat er über Kopf gemacht. Über Kopf gemacht. Also das war ja nicht, das ist ja keine, das war nur Spielereien an diesem Tisch. Hm. Das ist ja nicht seine Kunst. Er hat hier einfach so abends dabei gesessen. Das war sein Spaß. Ne? Ja, was hat er gerne getrunken? Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Weißwein. Leichter Weißwein. Leichter Weißwein. Niemals alte Sachen hier getrunken. Ne? Ne? Immer so Weißwein. Ich habe die alten Sachen ja irgendwann weggenommen. Auch die Wodka und so, die Kurz und so. Ja, nein. Kein Sambuca und gar nichts. Er hat nur einen leichten Weißwein getrunken. Wow. Und er hat ja gerne getrunken, ist ja bekannt. Ne? Er hat gerne getrunken, ja. Das war seine Leiden. Ja, sein Ding. Künstler eben. Ja. Zum Wohl auf diesen schönen Gespräch. Ja, und schmeckt sehr gut, müsst ihr mal probieren. Noch kommt vorbei. Ja. Janssen war ja immer hier, überhaupt Silvester hier, seine Freunde. Und alleine oder mit Freunden dann Silvester halt? Silvester, ja. 87, 88, wo an diesem Abend meine jetzige Frau kennengelernt habe. 87, 88, so lange, wow. So. Und Janssen, seid ihr auch zusammen lange? Ja. Mhm. Und sie saß an den Tisch und so, ich habe sie kennengelernt und sagte, wir gehen jetzt aber, wir bleiben nicht hier, wir gehen weg. Ja. Und das erste Mal, wo ich dann Janssen gesagt habe, sage ich, Maestro, ich habe ihn mal kennengelernt, den mag ich sehr gerne. Und ich würde früher nach Hause gehen. Ne? Ja. Er hat sofort reagiert, gib mir 6 Flaschen Champagner. Und hat alle Leute rausgeschmissen, weil er wusste, für mich war wichtige Treffen. Ne? Ach so, und das ist auch meine Frau geworden, ne? Bis jetzt. Ne? Und das war Janssen, dass er immer ein Gespür gehabt hat, was zu tun, was auch richtig oder falsch war. Ne? So, ne? Das hat er immer ein Gefühl gehabt. Ein Gefühl gehabt. Ja. Und dann ist es ja natürlich auch, er hat sie kennengelernt. Er hat sie mehrere Mal gezeichnet auch. Ja? Und du bist immer noch glücklich mit dir verheiratet, mit 3 Kindern. Ja, immer noch. Ja, bist du? So lange ist es her. So lange her. Jetzt sind da Enkelkinder da und alles. Ja? Wahnsinn. Ja. Mhm. Nee, das war ja, mit Janssen war das wirklich eine schöne Sache. Ne? Wie weit wohnt er von hier? Zu Fuß seid ihr dann gegangen? Er hat gewohnt im Mühlenberger Weg. Das war ungefähr ein paar Minuten von hier entfernt. Ein paar Minuten, ne? Ja. Und der war nicht weit weg von hier. Der war ganz in der Nähe, ne? Ja, genau. Ja. Hast du das auch mitgekriegt mit seinem Balkonsturz damals? Ja, der Balkonsturz kam, weil er dann diese Elfe aus hatte und so. Ja. Er ist dann gestürzt und dann der Sturz ist die ganze Säure von seiner ganzen Radierung und so. Sie sind in den Augen gefallen, ne? Und dann war Janssen 6 Monate blind. Oh Gott. Ja. Ne? Wahnsinn. Da war der Dr. Allermann, sein Augenarzt, der ihn dann immer kuriert hat. Immer, ne? Und dann hat er mir immer
Briefe geschickt. Er hat mir Briefe geschickt mit so Krücken. Da war toll, ich kann nicht zu dir kommen. Und so. Das ist süß, ne? Wunderbar, sehr nett. Wirklich. Das war eine tolle Zeit. Richtige Freundschaft. Ja. Er hat dich immer, und, ja, immer geschrieben, wie es ihm geht. Und dann, nachdem er sehen konnte, er hat ein wunderschönes Buch gemalt. Also nur nicht also gemalt, sondern ist ein Buch rausgekommen. Mhm. Das ist Bobetanien, ne? Mhm. Das war ja alles Bilder, Aquarelle, die er gemacht hat. Ja. Genau, nachdem er sehen konnte. Ja. Und bunt auch, ne? Und bunt auch. Ja. Wunderschön. Okay. Es gibt dieses Buch, gibt's Bobetanien, so ein großes Buch. Ja. Hast du den auch? Ja. Ja, ja, habe ich da. Und das ist auch ein Buch, was er mir dann auch gebracht hat hier. Er hat mich auch gerufen bei ihm, ne? Ich durfte die ganzen Bilder auch sehen in seinem Turm, ne? Und so, ne? Weil er dann sagte, gefällt dir das, gefällt dir dies und so, ne? Er hat dich auch immer nach Meinung gefragt, das fand ich auch toll, ja, ne? Ja, ja. So als Freund. Ich musste ihm aber immer einige Briefe vorlesen, die er bekommen hat, ne? Und das war immer für ihn immer sehr witzig, ne? Dass ich das gemacht habe, ne? Aber nach sechs Monaten, da konnte er ein bisschen weniger sehen. Sofort hat er angefangen zu arbeiten. Ja, weil er war ein großer Arbeiter. Er war ja Jansen hat ja sehr, sehr viel gezeichnet. Gemalt. Litos, er hat Radierungen gemacht, Holzschnitte. Ohne Ende. Er hat das ja gemacht ohne Ende. Sowas, ne? So, das war große Künstler, sage ich mal, haben das gemacht. Die haben viel gearbeitet. Ja, der hat ja auch weltweit ausgestellt, ne? Überall. Warst du in irgendeiner Ausstellung bei ihm auch mal? Der hat ja bei Brockstedt das erste Mal ausgestellt. Brockstedt war einer seiner ersten Freunde und Galeristen, die ihn ja damals auch ganz früh in ihr ausgestellt haben. Und die sind auch Freunde geworden, nachher hat er immer ausgestellt. Er war oft hier, Brockstedt war auch hier. Die waren sehr dick befreundet, ne? Ja. Ja, ja. Da hat er auch die Ausstellung hier konzipiert wahrscheinlich, ne? Und das war in Hamburg damals große Menschen, bekannte Leute, ne? Brockstedt und so. Aber hier war alles okay. Er hatte immer die Leute gezeigt, das ist mein Laden hier, das ist mein Salvatore. Und bitte, ne, alle nett sein, ne? So, also ne? Hier hat er dann mal hier so einen Ausraster gehabt. Er hat wahrscheinlich hier... Ihn angeschnauzt oder angeschimpft oder irgendetwas gesagt. Das hat er nie gemacht. Ne? Aber andere Leute. Aber Freunde von ihm, die haben einen Abfuhr bekommen ohne Ende, ja? Ja. Die haben, das haben sie von Jansen ja, so, die haben auch irgendwie geschäftlich oder nicht geschäftlich oder Ausstellung oder nicht Ausstellung und dann gab es immer irgendetwas, ja? Aber okay, was war denn so ganz, ganz wild von ihm? Wir kennen das, man kennt ja ihn, er ist ja ziemlich... viel auch ausgerastet und so. Und hat ja auch die Leute gesagt, so ein bisschen, ne, seine Meinung. Ausgerastet, er ist so, immer mit Leuten, die neben ihm gesessen haben, die nicht gepasst haben, die dann zum Beispiel, da war ein Tisch da, ne, und er saß hier und die hatten Champagner und der Gast hat ja ein Glas umfallen lassen, ne? Und er sagt, mach doch nicht, schmeißt er alle Gläser, was auf dem Tisch war, runter. Ne? Und da war der andere Gast empört, ne? Ja. Und er war so empört, dass er, dann gab es immer kleine Auseinander-Dinger da, ja? Und bist du dann dazwischen gegangen und hast gesagt, okay, er meint das nicht so oder hast du einen ausgegeben? Es gab ist ja gut. Aber auch so Abende, wo er auch ganz lieb war. Und es war immer verschieden. Jansen konnte man nicht so sagen, er ist immer gleich. Ne? Das war nie der Fall. Ne? Man musste mit Jansen jede Stunde konnte das sich ändern mit ihm. Ne? Aber mit mir selber war er immer sehr, sehr lieb. Ne? Schön war, weil er in die Küche gekommen ist bei mir und dann wollte er mal kochen. Ne? Oh, er hat mit für dir gekocht. Für seine Freunde, die am Tisch waren. Ne? Oh, er wollte selber dann kochen. Er wollte immer so. Dann gab es die Momente, wo Jansen gesagt hat, komm, gib mir ein bisschen Papier, Zahnstocher. Und dann hat er für alle kleine Fahnen gemacht. Ach, das ist aber lieb. Und ich musste immer jeder Gast eine Kugel Vanilleeis geben. Und mit so einer Zeichnung von Jansen, ne? Für jeden Gast. Ne? Oh. Und was hat er gekocht? Nein. Oder hat er nicht gekocht? Richtig hat er nicht gekocht. Ne? Hat er nicht gekocht, ne? Nur dann ist er nach oben gekommen, hat er dann die Tellerwäsche, sagt er, komm,
Ne? Ja, ja. Hier, 100 für dich, 100 für 100 Mark. Hat er ja. alle 100 Mark gegeben, sagt, jetzt bleibt er beiseite, ich koche jetzt. Das war auch wahrscheinlich ein Traum von ihm zu kochen und ja, er wahrscheinlich ja. das versucht. Ne? Ja, ja, gut, er konnte ein bisschen für sich sowas machen, das ist okay. Ne? Ja, er wollte ja, also Hamburg wollte ihn ja ein Museum widmen. Und da hat er gesagt, das ist immer zu viel Arbeit und zu viel dies, hat er ja gar nicht angenommen. Nee, genau. Ja, und später haben sie aber in Oldenburg, ja. wo er herkommt und geboren die ist. Die wollten ne? ja in Blankenese ein Museum. Toscherau hat sich eingesetzt, ja. dass er die alte, wo man diese Anmeldung macht und so. Ne? Mhm. Er wollte Blankenese. So, er fühlte sich geehrt. Ja. Dass jemand für ihn das machen wollte. Ja? Mhm. Aber dann irgendwie war das, er hat mir gesagt, aber Tolle, es ist wirklich sehr, sehr viel, was ich dann machen muss. Sehr viel Arbeit, ja. Und dann künstlerischer war er froh. Druck, aber hat er hat gesagt. Gesehen, dass ja. das dann auch, die Leute waren nie so richtig einverstanden, die Politik. Forscherraum hat sich total eingesetzt für ihn. Ne? Mhm. Aber dann haben sie das in Oldenburg alles gemacht. In Oldenburg, genau. Er hat ja selber abgesagt. Für ihn ja. war das halt zu viel Druck das und so, ne? künstlerischer Druck. Er hat das abgesagt. Ja. Er hat das abgesagt, aber ja, aber das hat, er hat ja meiner Meinung nach dann irgendwann Forscherau einen Gefallen getan. Ne? Mhm. Weil Forscherau hat ja von der anderen Seite auch politisch viel Druck gekriegt. Ja. Weil vielleicht nicht alle wollten oder sowas. Ne? Aber ja. er hatte gesagt, so, ich habe abgesagt. Erzähl mal was von seinen Frauen. Das ist auch immer interessant, ne? Wir wissen ja, er war ja exzessiv lebend und natürlich Frauen haben ihn auch immer inspiriert. Er hat ja mehrere ja. Musen gehabt, also die er so verschleißt einige, hat, einige, hat er gesagt. Einige, ne? einige Damen kennengelernt. Ja. Da war einmal die Britta, das war in der 87, ne? Mhm. So ab 87 war Britta, nicht lange. Ne? Aber nicht das lange. War seine Muse. Ne? Ja. Dann kam Bobette. Bobette, wo sie auch das Buch Bobettanien gemacht hat. Ja? Waren die auch jeden Tag hier dann? Die waren so? Auch hier. Immer mit dem Frauen immer, war er hier, ja, mit seiner ja, Frau ja, war da immer ja, ja, essen. Ja, ne? ja, ja. 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 Jansen ist viermal verheiratet gewesen. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Hm. Viermal, ne? ne? Ja. Er hat ja seine Marie, die erste Frau. Hatte dann, sie ist dann in Kanada mhm. und von ihr hat sie Lamme Jansen, die Lamme. Mhm. Ne? Lamme ist dann später nach Hamburg gekommen mhm. und sie ist mit ihrem Vater hier, mit ihrem Vater gewohnt. Gewohnt, ja. Und das war eine Zeit lang, waren keine fremde Mädchen, da war die Tochter für ihn da und das war alles wunderbar, ja. Und mhm. Sie hat dann da im Haus gelebt oder gegenüber, so. Aber es war... Eine, sie hat aufgepasst auf den Papa. Sie hat aufgepasst auf den Papa, ja. Ja, sehr gut. Das war aber... fast am Ende, ja? Mhm. Letzten 6, 7 Jahren, ne? Ah. Und am Anfang hat er die Marie gehabt und dann die... Marie war ganz früh. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Die war, ne? sie war auch hier wahrscheinlich zum Essen. Die war eine tolle Frau und die hatten immer Kontakt. Die, ja. war, die ist immer gekommen hier und die war immer eine Feier, wenn sie gekommen ist hier. Und das war wirklich toll. War ne? sie auch so exzessiv oder war nein, sie ein bisschen ruhiger? Nein, ganz toll. Ruhige Frau, alles. Ruhige Frau. Ja, ja. Seine Frauen waren eher ruhig, glaube ich, so. Nicht so wie seine Frau war ruhig. Ja, Frau war ruhig. Ich kenne so einige, die Kirsten Schlöter, Jakobsen, die sind alle hier gekommen. Aber war, die waren ja nicht mehr seine der Zeit Freundin. Ne? Mhm. Die waren von früher noch die Freundin. Mhm. Ja, und Jansen. War der eifersüchtig eigentlich? Nein. Niemand war nicht eifersüchtig. Keiner wenn war eifersüchtig. Seine Frauen irgendwie andere angeguckt haben nein, oder nein, so. Nein, nichts. War nicht nee, eifersüchtig. Jansen war ganz cool und wunderbar. Ja. Das hat er. Er war mit Annette, das war noch vor meiner Zeit, hat er sie. Das war so ein Mädchen, mhm. die auch, wo er viele Bücher gemacht hat, viele Zeichnungen gekommen sind. Mhm. Ne? Und das war dann nicht mehr die Freundin. Das war dann, bevor wir. Hier gekommen sind. Mhm. No. Er hat ja mal seine Frauen immer auch gezeichnet. Ne? Ja. Das ist ja so seine Inspiration ja, und seine Musen, Erotik. Ne? Das sind die Musen. Musen. Das alle, braucht er auch. Ja. Als Mensch braucht er das. So. Mhm. War ja großer Zeichner. Hat immer dann auch so seinen Stift und so alles mitgenommen und auch mal gleich überall gezeichnet. Ne? Er hat gezeichnet alles, was man gesehen was hat. Was war sein Lieblingsessen? Gab es da irgendwas?
Hier hat er immer gegessen unsere Vorspeisen, das mochte er sehr gerne. Antipasti. Antipasti, ja. Dann hat er unsere Tomatensoße, das wir zu dem Brot gegeben haben. Ne? Mhm. Dann hat er immer gegeben, die Schweinesoße. Ne? Weil das rot war. Und er hat ihm einen Namen gegeben, die Sachen. Ne? Und ja. Dann, er war ja nicht so auf Essen. Das hat ihm gereicht ein bisschen. Mhm. Er hat mehr getrunken dann am Ende und so. Ne? Er hat ja viel geraucht. Ja, hat sehr viel geraucht. Ja. Damals durfte man noch im Restaurant rauchen. Ja. Ne? Du durftest nicht hier rauchen, das wahrscheinlich. War alles das war auch kein hier. Verbot. Jetzt kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man im Restaurant raucht. Aber damals war das. Ich habe das auch noch erlebt. Ja. Das war im Restaurant so eine richtige Raucherbude hier. Ne? Es gab die andere Leute, die dann Zigarren geraucht haben. Ja. Naja, es ist besser, dass man nicht mehr raucht. Ja, ja, aber damals war das die Zeit. Ne? Die haben viele haben geraucht, auch in einem Restaurant. Und niemand hat sich das gestört. Flugzeug sogar geraucht. Niemand hat sich gestört. Das hat sie nicht gestört. Jetzt, in den letzten Jetzt, wenn du jemanden siehst, der raucht, oh mein Gott, das ist ein Killer, das ist ein Mörder. Ja, ja. So ändert sich das alles. Ja. Ne? Ja. Also hat gerne geraucht und schön leichten Weißwein getrunken. Ja. Ne? Leichten Weißwein getrunken immer. Und bis 6 Uhr morgens. Was habt ihr bis 6 Uhr morgens gemacht hier? Da, das ist unglaublich. Die Zeit und auch von... Ich wusste immer, weil ich bin ja wirklich, ich trinke jetzt ein Glas mit dir so. Ja. Normalerweise trinke ich selten was. Ja. Ich trinke nicht Alkohol. Ne? Weil, weißt du, wenn du dann auch früher, wenn du den ganzen Abend hier arbeitest. Man fühlt sich da auch die Verantwortung, dass man für die Gäste auch klar ist im Kopf. Ja, ne? Natürlich. Weil wer soll denn klar sein? Ja, natürlich. Du kannst da nicht mitfeiern. Du arbeitest ja auch. Du arbeitest ja auch, klar. Mhm. Ja. Das stimmt. Ich bin jetzt hier in Blankenese. Ich bin gerne in Blankenese. Ja. Du bist auch total etabliert. Du bist ja das Lieblingsrestaurant von vielen. Ich möchte auch, auch wenn dann viele sich dann, ne? Aber ich möchte das Restaurant für die Blankeneser sein. Mhm. Und ich bin froh, dass ich hier sein kann. Ne? Ja. So die ganze Zeit. Deswegen, das schmeckt ja auch super. Ich habe das Haus gekauft hier. Habe ich geschafft, das irgendwann das zu kaufen. Toll. Weil wir wollen das weiter, auch in der zweiten Generation, das auch noch weiterführen, wenn alles gut geht. Aber du bist jetzt nicht jeden Tag hier, ne? Nee, im Moment bin ich jeden Tag hier. Im Moment, ja. Im Moment ist es mir wichtig, jeden Tag hier zu sein. Mhm. Gerade am Anfang des Jahres, gerade wenn sich ein paar Sachen ändern. Mhm. Wenn zum Beispiel in der Corona-Zeit war ich auch jeden Tag hier. Ja? Mhm. Weil wir durften hier aufmachen und wir mussten eine neue Idee machen. Was machen wir überhaupt? Natürlich, hier, ne? Ja. So, weil dann nach der Corona hat sich alles wieder geändert da, ne? Mhm. Und aber ich bin da immer da jetzt, wenn der Laden das nötig hat. Ja? Sonst macht das sonst die zweite Generation. Sonst, ich bin nicht mehr so jung, ich mache auch ein bisschen meine Sachen. So, ja, 38 bisschen, Jahre ist auch ganz schön lange. Ein bisschen, ich gehe nach Sizilien, meine Mutter lebt noch. Ja. Und dann habe ich die Zeit, sie noch zu besuchen, noch, ne? Wenn ich kann. Ja, aber ist okay. Was ist dein Lieblingsessen hier? Hast du ein Lieblingsessen? Alles, was gut schmeckt. Und dann schmeckt alles gut. Nein, also ich mag sehr gerne Pasta, sieht man ja, ne? Das sieht man nicht. Ich liebe Pasta, machen und essen auch, ne? Das sah auch ganz lecker aus eben, so, mit Auberginen und so, ne? Ja. Und das ist, als Italiener ist es quasi normal, dass man Pasta liebt, ne? Wie ist denn so Silvester eigentlich hier? Das muss ja alle haben getanzt. Ja. Habt ihr Adriana Celentano hier gespielt? Ja, sowas. Und italienische Arien und irgendwie so, muss ja wilde Party gewesen sein. Na, hier also so wir mit Horst Janssen Silvester, und so. Also immer hier haben wir unsere Party. Macht ihr jetzt auch immer noch, immer. Ne? Ja. Immer jedes Jahr machen wir unser Feuerwerk da draußen, unsere Musik. Die Leute wissen wir Bescheid, bleiben, wo wir nächstes Jahr hingehen, ne, die Silvester? Leute, die bleiben oder die gehen, das ist egal. Am Ende kommt die ganze Familie, die Familie toll. Von den Angestellten. Ja. Und wir sind dann alle zusammen und wir feiern alle zusammen. Mhm. Ne?
Ja. So ist das quasi jeden Silvester hier bei uns. Du kennst wahrscheinlich auch ganz viele, die hierher zum Essen kommen. Ne? So, ja. Es ist so eine große Familie. Nicht ja. nur Horst Janssen damals, nein, auch neue Familien, die hier wahrscheinlich leben. Es gibt Jahren. Ja eher ganz tolle Familien, ganz tolle Leute. Prominente die, auch Prominente natürlich, so. Die reichen aber und schön. Aber es ist ja auch wichtig, viele kennt man gar nicht. Nee. Aber ist egal, weil ich ja. versuche zu allen nett zu sein. Und ja, okay. zu allen versuche ich da... Also wenn ich natürlich jemanden kenne, dann kenne ich ihn halt. Ne? Mm. Wenn ich jemanden kenne, bin ich höflich zu ihm erstmal, ne? Ja. Bis ich ihn kenne. Ne? Ja. So, und so ist das oft, ist das so, dass wenn man jetzt ein bisschen mehr die Leute begrüßt, ne? Der andere, der das erste Mal da ist, dann fühlt er sich wieder so ein bisschen... Kommt damit nicht zurecht. So, kommt damit nicht zurecht. Zu viel nah. Ne? Aber ja. man will ihn nicht beleidigen oder so. Es ist halt, weil ja. man kennt ihn nicht. Ich kann ihn nicht angreifen. Vorsichtig sein. Und so, wenn ich doch nicht kenne. Man muss ja. erstmal das Ganze in Ruhe machen. Ne? Ja. Aber einige beschweren sich schon, weil das so ist. Aber es ist nicht so. Ne? Ja, Salvatore. Ja. Tolle Geschichten, tolle ja. Sachen. Hab einen Abend. So ein Rauskitzeln. So willst du in den wilden Geschichten rauskitzeln. Wo Helga Feddersen da war. Helga Feddersen, ja, oh Gott. Ich weiß, sie ist nicht mehr da, ich treffe also sie nicht. Also nicht persönlich, ja. Der Freund von Helga Feddersen, ja. Janssen und so. Und Janssen hat sie immer angemacht, weil er sagte, du hast nichts darunter, ne? Und so lange, bis Helga Feddersen oben ohne hier erschienen ist, ne? Also. Und das ist so eine wilde Geschichte. Es gab einen Abend, noch einen Abend, wo jemand, das war ein großer Manager, mhm. ja, das war ein IBM-Manager in Hamburg, der war ja wirklich da, und der wollte mit Janssen um die Wette trinken. Wow. Das war um die Wette. Draußen auf die Terrasse. Ja. Und dann haben sie sich dann gegenüber und dann sagte Salvatore, bring mir die Flasche Nonino, die 2 Liter. Mhm. Und jetzt trinken wir um die Wette. Ach so, okay. So, erster Grappa, pss, der andere auch. Pss. Oh, Grappa. Zweiter Grappa, Auge tun. Dritter Grappa, Janssen, schmeißt es im Busch. Und der trinkt das. Der andere trinkt weiter. Und bis er dann fast nichts mehr. Und der trinkt immer weiter und Janssen schmeißt immer den Grappa im Busch. Oh, schön. Bis wirklich ja. der Mann konnte nicht mehr. Ja. Der hat dann auch voll in die Hose gemacht. Der hat sich da bepinkelt, besonders unter den Stuhl. Ja? Und Janssen hat sich dann kaputt gelacht. Ne? Ja, fand das lustig. Er hat gewonnen. Ja? Er hat das nicht getrunken, so. Alles in dem Busch. Der Busch war besoffen. Das war eine kleine wilde Geschichte, ja? was ja. ich erzählen darf. Ja. Viele Dinge darf ich nicht erzählen. Aber, okay. aber es gab das ist auch schon ganz gut. Es gab einmal, wo wir oben die obere Etage eine Bar gemacht haben. Mhm. Und Janssen sagte, komm, ich komme mit nach oben. Ja? Hat er sich auf den Hochstuhl gesetzt und so an den Tresen. Ja. Und dann kamen andere Leute, ja, das war so ein Schweizer, die da an den Enden gesessen haben. Mhm. Und der hatte so wirklich so weiße, so Einsteinhaare, so ganz so ein bisschen so. Und dann hat er immer Janssen gesagt, hallo, Janssen. Ja? Janssen hat sich keine Sekunde umgedreht. Nicht einen Millimeter. Und das hat ihn so geärgert. Und er wusste nicht, was er machen sollte. Weißt du, was er gemacht hat? Nee. Er hat sich seine Haare angezündet. Oh nein. Die ganze Haare ging in Feuer. Oh und Gott. Ich da hinten immer ausmachen das Feuer. Was machst du denn? Was machst du denn? Ja, er guckt mich nicht an, sagt er. Und Janssen, er hat weiter nicht geguckt. Janssen hat nur gekichert da, ne, an seinem Platz. Ne? Das hat er genossen ohne Ende. Ne? Genossen. Weil er wusste, was da passiert. Aber er hat sich nicht umgedreht. Er hat immer Leute provoziert. Das ist auch eine kleine Geschichte. Ne? Er hat nicht immer geredet mit jedem, ne? Auch nicht. Nein, er hat nicht mit jedem geredet, nee. Nein, hat er nicht gemacht. Das ist, aber er war immer sehr lieb zu mir, meiner Familie, meine Kinder, alle zusammen. Aber zu euch, aber nicht zu den anderen Leuten wahrscheinlich. Doch, auch. Manchmal.
Nur man hat ihn da, die sind nicht so nah an ihn gekommen dann, ne? Einige. Mhm. Ist okay. Aber das, nicht, dass ich das verboten habe. Das musst du immer ja selber wissen. Ja, du warst ja auch der Freund. Also, du bist ja, ich habe ihn immer ein bisschen geschützt. Du von hast ihn allen aufgepasst, nach Hause Sachen gebracht, Essen gegeben, ja, immer aufgepasst. Alles Mögliche, konnte er auch so, alles Mögliche. Hier konnte er sich, hat er sich wahrscheinlich geborgen auch gefühlt, ja, und geschützt. Er fühlte sich, ne, geschützt von mir. Geschützt. Und deswegen, früher ist er immer, ganz früher ist er immer mit vielen Leuten gekommen. Mhm. Und danach ist er auch alleine gekommen. Mhm. Das heißt, er hat gesagt, du mich ab. Und ich habe ihn abgeholt. Wie, mit dem Auto oder zu Fuß? Ja, nee, nee. Ich habe ihn mit dem Auto abgeholt. Ja. Und dann waren wir hier und dann war er zufrieden und dann haben wir geredet, haben wir Schach gespielt, haben wir dies gemacht. Die Zeit ist vergangen. Ne? Ja, dann hast du ihn wieder und zu Fuß. Und dann sagt er immer, komm, wir rufen jemanden an. Ne? Ich sage ihm, dass ich gerade einen Ärztinfarkt habe. Ne? Vielleicht dann kommt er, sagt er. Ne? Ach so, dann, ja, und dann hat er das, hat er so Spiele dann gemacht, ja, Telefonstreich sozusagen. Ja. Sind auch die Leute Janssen gekommen. Ist ja dann Ende 94, mhm, das war ja quasi, er hat einen Schlaganfall gehabt. 94, ja. Ende 94, Ende, ja. Mhm. Ende 94. Dann, natürlich bin dann im Krankenhaus gewesen und so. Dann ist er irgendwann mal rausgekommen, ne? Weil ja, nach einem Monat ist er rausgekommen, aber Janssen konnte nicht mehr reden, ne? Oh, Janssen konnte nicht mehr reden. Er konnte nicht mehr sich erinnern. Janssen konnte nur wirklich die Kinderlieder sich erinnern. Er konnte nur so die Musik von den Kinderliedern, die er von früher gehört hat. Und dich konnte sich an dich erinnern oder auch und, nicht? Jein. Ne? Also die haben ihn auch hier gebracht mit Rollstuhl. Ne? Mhm. Und dann haben wir versucht, auch immer ein bisschen weiter zu spielen wie früher, ne? Ja. Und das mochte er gerne irgendwie, weil er hatte so ein bisschen Erinnerung da, ne? Ja. Aber er war ja nicht mehr der Janssen von früher natürlich, ne? Wie alt war er ungefähr? War ziemlich jung eigentlich, ne? Janssen ist mit 65 gestorben. Ist gestorben, ne? Der war ja. Und dann war der nach dem Krankenhaus wahrscheinlich zu Hause und dann hat er nicht mehr lange gemacht. Da ist er 95 dann, gestorben. Er ist dann 95, im August 95 gestorben. Ne? Ja. Ist er dann. Schade. Ne? Hat ihr gefehlt? Der hat, er ist ja auch in Oldenburg. Ihr gefällt, ja. Er hat mir sehr gefällt persönlich. Ja. Ja. Aber okay, es ist so. Und er hat ein Leben gehabt wie drei andere. Ne? Ein Leben wie drei andere hat Horst Janssen gehabt, das glaube ich auch. Und das war okay so. Da sollte so sein und das ist okay. Warst du bei der Beerdigung in Oldenburg? Ja, klar. Warst du auch da? Ja. Sein Museum hast du immer besucht in Oldenburg? Ja, sofort im Museum, wo das aufgemacht wurde. Da war Janssen hat noch gelebt und dann bei dem Bürgermeister, das ist waren alle da. Und er ist, er hat mich immer so ganz auch gelobt. Ne? Ja. Das war eine Geschichte, wo er eine Ausstellung gemacht hat im Rathaus in Göttingen. Mhm. Und dann sagte er mir, einen Abend davor, sagte Sabaton, ich möchte, dass du kommst in Göttingen. Ja. Und dann sage ich, okay, wenn du das möchtest, komme ich. Bin dann morgens nach Göttingen gefahren, er war schon da irgendwie. Und, so. Und dann hat er, das war alles voll, der Platz von Rathaus war alles voll draußen. Alles voll. Drin konntest du gar nicht mehr, ich bin ein bisschen später gekommen. Und ich bin gar nicht mehr reingekommen da, im Rathaus. Dann die Rede war zu Ende und so. Und sie sind all die ganzen Leute sind dann rausgegangen aus dem Rathaus. Mhm. Und jetzt kann ich reingehen. Ne? Und da waren Journalisten, da waren Leute, Interview, dies, das, alles Mögliche. Mhm. Ich würde, wo er mich gesehen hat, hat er sich so gefreut. Das kann er hat sie alle stehen lassen. Ja. Alle. Dann bist du, ist mein zu dir Freund Salvatore, du bist da. Komm, ich zeig dir persönlich meine Ausstellung. Ne? Das war Janssen, ein großer Mann, der ein Mensch, so ein kleiner Gaston wie ich, so zum großen Freund da gestellt hat. Das war die Größe von Horst Janssen. Ne? Mhm. Und das sind auch schöne Geschichten. Ne? So kennt man ja ihn nicht. Man kennt ihn ja natürlich als Infanterie. Ja. Schraubenschläger. Oder Trinken, Frauen, Ausflippen. Staatsfeind Nummer 1.
exzentrisch, ne? So ein Künstler damals, exzentrisch, man lernt ihn, man kennt ihn, aber es ist so, das kennt man nicht von ihm halt so. Oft ist es so passiert, das finde ich super, dass du das mal erzählst. Man sagte, komm, wir gehen nach Hause. Meine Frau war da, das war 4 Uhr morgens. Ne? Und dann sagte er, wollen wir nicht nur eine Partie Schach machen? Ja, Wahnsinn. Ja, machen wir. Ja. Ne? Und meine Frau war total müde. Ne? Ja. Und meine Frau hat sich dann auf sein Sofa hingelegt. Mhm. Ja? Und dann sagte er, okay, er hat sich zugedeckt. Süß. Ja? Und dann später, eine Stunde später, hat er gesagt, sie hat sich bewegt. Ja? Mhm. Also inzwischen hat er Musik gemacht, Mozart und sowas, ne? Für sie, ne? Damit sie gut einschläft da. Ne? Und dann, wo sie aufwacht, sie ist sofort aufgestanden und die einen Tee machen und so. Ne? Er war fürsorglich auch. Wunderbar. Das kennt man alles gar nicht. Siehst du, finde ich super, dass du das mal erzählst. Nein, das ist ja auch Sachen, mal so. Er war auch sehr menschlich und fürsorglich und ja, Freund. Es waren 10 Jahre, die sehr intensiv waren. Ne? Mhm. Du musst dir vorstellen, ich habe für diesen Mensch, weil ich habe gesagt, okay, für irgendwann hat man gesagt, wollen wir, was ist der wichtiger? Der Laden oder Horst Janssen? Ne? Mhm. Aber ich sage, nein, ich akzeptiere Horst Janssen, weil viele meine Freunde Gastronomen, die haben Janssen rausgeschmissen aus seinem Laden. Ne? Ja. Weil er so, aber ich sage, wer bin ich? Mhm. Dass ich so einen großen Mensch rausschmeiße aus meinem Laden. Ja, dadurch ist es so tiefer geworden in der Freundschaft. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay. Und das war dann am Ende, war das alles richtig, dass ich das so gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Ne? Auch wenn der Laden ein bisschen drunter gelitten hat, weil manche Leute sind ja, wo sie ihn gesehen haben, sind sofort rausgegangen. Ne? Wirklich? Ja. Ne? Weil Janssen war ja auch, immer wenn er mal eingeladen wurde in den Feiern, Privatfeiern, er hat immer die Feier kaputt gemacht. Er hat immer Ärger gemacht. Die Leute sind dann rausgegangen, wenn sie ihn hier gesehen haben. Da hast du wirklich gelitten. Auch, die haben da von dem Fenster geguckt und wussten, dass sie, wenn die ihn da gesehen haben, dann sind die hier. Es gibt Ärger, wir gehen nicht in den Restaurant. Also für den Laden, für den Umsatz war nie so einfach, ne? Die ersten Jahre. Ne? Aber am Ende war das mir egal, weil ich fühle mich wohl mit dem Mann. Mhm. Und so war das auch perfekt. Ne? Zum Wohl. Salute. Salute. Ja. Mhm. Das heißt, du hast in 10 Jahren ja wirklich intensiv alles durchgemacht mit ihm. Die Frauen, die Trinkerei, die ganzen Ausstellungen. Alles. Mit seinem Balkonsturz natürlich. Ne? Die letzten 10 Jahre habe ich alles Oldenburg, Mögliche. Schlaganfall, Wahnsinn. Alles, habe ich alles mitgemacht. Hat er das, also du warst eigentlich am nahesten so zu ihm, wie ich das so merke. So als seine Frauen kamen und ging, aber du warst immer da. Die auch Freundin von Janssen, die waren ja früher mit ihm richtig befreundet und dann sind nur Freunde gewesen, so wie die Kirsten Schlüter, sie hat sich sehr um ihn gekümmert. Mhm. Auch wo er dann krank war, die Lamme hat sich sehr um ihn gekümmert. Die Tochter Lamme, Tochter, ne? Und so später, ne? Also es gab ein paar Leute, die sich um ihn gekümmert haben, richtig, wie er sein sollte. Ne? Er hatte auch Freunde, Ärzte, die sich um ihn gekümmert haben und das war dann am Ende, aber schwer war, wo er gefallen ist vom Balkon, nicht mehr sehen konnte. Das kann mir auch richtig schlimm aber vorstellen. Aber das hat er noch verkraftet. Ja. Das hat er noch verkraftet. Nach 6 Monaten war er wieder okay. Ne? Das muss er auch wirklich, da hat er richtig gelitten wahrscheinlich. Ja. Ist er dann noch gekommen danach in der Zeit dann, hier? Nein. Kann man nicht, ne? Nee, da ist er konnte weggeblieben. Nicht. Er war zu Hause, er hat mir nur immer kleine Briefe geschickt. Ja. Ne? Ich vermisse dich. Ja. Und so, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Ja. Nee, aber das sind ja die Sachen, die mit Janssen. Natürlich kann man viel erzählen, wenn man so ganz ein bisschen überlegt. Dann nach und nach kann man kommt Jahre, noch. Ne? Die Jahre, also, aber heute alles erzählen geht nicht. Ne? Geht nicht, komm noch später. Wollen wir ein bisschen so zu den Bildern gehen? Da ist noch eine, so ein bisschen noch hingehen und dann kannst du noch. So. So, es läuft beide sehr gut, die normale Karte oder diese hier. Ne? Ja, und wechselt sich jeden Tag oder kommt das jeden nicht? Jeden Tag wechselt das nicht. Nee. Aber je nachdem. Wechselt mal Gerichte. Er kauft ein, dann macht er was anderes. Ne? Mhm. Und dann macht er immer gerne die Sachen, die
wo ihr seht, die Leute mögen das sehr gerne. Lässt er sie länger da auf der Karte. Ach ne? So, okay. Auf Porzellan. Ja. Aus Caltagirone. Aus Sizilien. Sizilien ist ein Ort, wo sie dann auch Porzellan machen. Ja, ja, okay. Und da sind die Testa di Moro. Mhm. Moro ist immer die Mohren, ne? Aha. Weißt du? Mhm. Das sind die, waren die Araber aus Sizilien, lange gelebt da, ja. Gelebt haben und so. Mhm. Und die waren ja verliebt. Der war verliebt an die sizilianische Frau. Aha, der Moro und der Sizilianerin. Und der sagte zu ihr, also, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie verlassen. Ne? Ja. Und sie hat ihn sehr geliebt. Ne? Also das war eine große Liebe. Ne? Mhm. Und dann irgendwann sagt er zu ihr, ich muss wieder zurück. Oh, ne? Okay. Nach Marokko oder wo das war. Ja? Ja. Sagt er, du hast aber gesagt, du bleibst bei mir für immer. Ne? Mhm. Ja, aber es geht nicht. Dann hat die Frau ihm den Kopf abgeschnitten. Oh. Und sie hat ihn behalten für immer. Und dann auf dem kleinen Kopf hat sie Basilikum gepflanzt. Und das ist eine wahre Geschichte, wahre sizilianische Geschichte. Das ist eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber es ist die Geschichte von diesen Köpfen, ne, die oft da gemacht werden. In Sizilien gibt es sie. Das ist eine Liebesgeschichte. Es ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Ja, eine geköpfte. Das kannte ich tatsächlich nicht. Ja. Und meine Frau sagte, ich kaufe die gerne, weil du weißt, was passiert, wenn du mich verlässt. Sehr gut. Das ist dann super. Dann weißt du, was da gut. Sie liebt diese Dinge. Ja, sie liebt das. In allen Positionen große. Ja. Alles, ne? Ja. Und ihr macht das auch alles selber, ne? Die Kekse. Alles. Hm. Das dann 2002 macht ihr jeden Tag selber. Das ist aber aufwendig, ne? Ja. Mit Schokolade und so. Das gibt es dann zum Cappuccino und zum Beispiel, Espresso, ja. Nachtisch. Dankeschön. Okay. Wow. Reicht das? Ja, reicht. So viel kann ich nicht essen. Salvatore, herzlichen Dank für das tolle Interview und tolle Geschichten von Horst Jansen. Er hat dich ja wirklich als Freund, als Bruder gesehen und du hast ihn auch so lange begleitet. Ja. Herzlichen Dank und wir haben mich sehr gefreut, auch natürlich für die ganzen Geschichten hier und dein ganzes Restaurant ist ja voll mit seinem Kunstwerk. Super, super. Ich Vielen danke Dank. Euch. Danke, dass ich mit diesem Interview machen konnte mit euch. Ja, also komm vorbei. Dass ich meinen alten Freund noch über meinen alten Freund reden konnte. Ja, komm vorbei. Hier ist noch das Flair von Horst Jansen. Überall lebt er noch und hier am Tisch hat er, wie gesagt, gesessen, gegessen. Ja. Und hier ist sein bester Freund. Eure Nissi.